Ich wünsche euch einen unglaublichen guten Tag, guten Mittag. Leute, es ist soweit. Heute wird es einen unglaublichen Tag geben und ich sage euch welchen. Hansi hat mich angerufen und Hansi Flick wollte, dass ich eins mache. Karim und Schlotti an die Hand nehmen, um den paar Tricks und Tipps zu geben. Vamos! Also, ich bin gerade auf dem Weg nach Herzogenaurach. Herzogenaurach, für alle Leute, die es nicht kennen, ist, glaube ich, das Hauptlager von Adidas und Puma. Genau, ich bin jetzt auf dem Weg nach Herzogenaurach. Ich bringe gutes Wetter mit. Du hältst Kamera schief. Sag, wenn du Start hast. Ja. Also, ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Herzogenaurach. Zeitlich, pünktlich, weiß ich nicht. Aber am Ende werde ich vor der Haustür stehen, wie eine Eins. Herzogenaurach, kleiner Fun Fact für die Leute, die nicht wissen, wo das liegt. Das liegt bei Nürnberg, bei Erlangen und ist das Hauptlager von Adidas und Puma, falls das stimmt, schreibt. Aha, Willi, clever bist du. Genau, da werde ich hinfahren, da werde ich mich mit Karim treffen, Karim the Dream und Nico Schlotte. Und wir werden eine Fußball-Challenge aufnehmen, wie gesagt. Und irgendwie, glaube ich, so ein Taxi-Quiz. Also, ich weiß es nicht zu 100%, aber was ich garantieren werde, dass Qualität vorhanden ist in beiden Challenges. So, Niklas Sommer ist in Herzogenaurach Niklas Sommer ist in Herzogenaurach angekommen. Der Rest ist Geschichte. So sehe ich jetzt aus. Sehr ungewohnt, ne Leute? Adidas. Merkt euch das. Adidas, ich bin Free Agent. Also, ich bin hier mit Pazzo. Pazzo werde ich heute an die Hand nehmen. Den Traum geht Erfüllung für dich, ne? Mit Ja. mir auf dem Platz. Und Schlotti und Karin kommen auch vielleicht dazu. Das ist das Team hinterm Team. Ohne die läuft hier gar nichts. Wollt ihr mal Hallo sagen? Super. Ich bekomme jetzt Fußballschuhe. Kriege ich die geschenkt? Ja. Echt? Ja, schon. Beide Größen oder nur eine Größe? Jetzt kannst du dich kannst dir sympathisch eine machen. aussuchen. Okay, dann nehme ich die 42. Ja. Hoppa. Hopp, ist Silber. Boah, sieht das unsympathisch aus. Pazzo, sag mal was. Das ist ein richtiger Schuh für einen Neuner, oder? Findest du? So ein Lewandowski-Schuh? Ich sag dir offen und ehrlich, das ist so für mich ein Mats Hummels-Schuh. Mats Hummels in der Innenverteidigung mit dem Außenriss knallt er dir die vor. Die Diagos. Ja, genau. Plus 15. Ja, so. Wir sind jetzt hier gerade beim Adidas Campus. Also ich kenne ihn, aber ich glaube ganz viele von euch nicht. Das ist wie so eine kleine Innenstadt oder so eine kleine Ministadt, ne? Okay, ja. Ich rede da mit mir alleine. Hey, top. Yes. Hier haben wir eine Mensa und wir fahren jetzt Fahrrad. Auf jeden Fall, das ist das Adidas Lager. Not bad. So, wir fahren jetzt hier Fahrrad durch den Campus. Ihr seht's, es ist wirklich sehr cool. Das sieht so idyllisch gerade aus. Oh, für eine Hand Fahrrad fahren. 10 von 10. Das ist der Bus und ich muss noch überlegen, wo ich sitze. Eigentlich sitze ich immer etwas weiter hinten, aber sicher sitzt da Marco und die anderen Jungs. Ich werde dann halt zu Karim und Schlotte gehen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich zur Nationalmannschaft komme, ne? Was machen wir hier? Oh. Aufpassen, Porsche. Hier werden wir jetzt kicken. Wir warten jetzt hier wie Falschgelder, dass wir auf dem Platz dürfen. Wenn ich einmal auf dem Platz bin, werden die Kameras alle gerichtet sein. Ihr wisst ja selber. Schaut es euch an, nehmt euch Notizen, einen Block und einen Stift. Saga. Kannst du noch mal jonglieren? Doch. Weißt du, an wen du mich erinnerst? Wenn du jetzt was Blödes sagst, was ich heute. Eigentlich für viele ist das ein Kompliment. Das musst du jetzt entscheiden. An Eli. Ja. Ja, warum lacht? Warum lacht? Du musst hier, ihr müsst euch vorstellen, wenn Eli sowas hört, klickt er aggressiv auf seine Taste. Ich bin am Arsch. Ja, oh, gut. Karim Haupt, jetzt Pressekonferenz, ne? Genau, 12:45. Wenn du Macher bist, erwähnst, ich gebe dir drei Wörter, eins von diesen drei, okay? Vitavate, Willi oder Eli. Also, du wärst so ein Macher. Mal gucken, ja, was er machen kann. Wirklich. Und danach versohle ich dir den Arsch. Komm, zieh durch. Die Leute wollen mich nicht auf dem Platz lassen, weil die ganz genau wissen, wenn ich den betrete, mache ich da Löcher rein. Wir gehen rein. Bist du nervös, Pazzo? Ich fühle mich
bisschen wie Nationalspieler gerade. Ich nicht. Ich bin auch wirklich. Leute, ich bin Nationalspieler. Scheiße. Wenn Timo jetzt einen coolen Trick macht, verlose ich 50 Euro PSN. Wenn nicht, macht ihr bei mir im Chat Ausrufezeichen Prime. Nö. Nö. Ich hab doch gesagt, cool. Ausrufezeichen Prime. Guckt euch mal die unsympathischen Dinger an. Damit hat Schlotti das Finale verloren. Schlotti, bist du noch traurig? Wenn ja, sag's mir. Ich bin für dich da. Und hiermit hat Karim sich zu Dortmund geschossen. Wenn du traurig bist, sag's mir. Karim, guck mal, ich wurde ja gerade gefragt, ob jemand hier auf Manuel Neuer schießen möchte. Hätte ich getroffen? Vielleicht. Gute Antwort. Lass ich so genauso so stehen. Wenn ich könnte, würde ich dich eigentlich heute umgrätschen. Ne? Aber ich lasse es so wirklich. Weißt du, wo ich noch sauer auf dich war? Ja. Kannst du dich noch erinnern an ein Fortnite-Turnier, ja, wo du extra zu uns gekommen bist? Genau, wo ich extra Heiko und geholt habe, ja, und beide rund gespielt habe. Ja. Ja, ja. Und ungefähr 3,5 Sekunden später war der tot. Also genau so. Nee, du bist der Beste. Komm, okay. Ernst. Mein Name ist Niklas Rüthen-Sommer und wir haben uns heute hier getroffen, weil mir haben Leute geschrieben, namens Karim Adeyemi. Willi, können wir mal eine Fußball-Challenge machen? Ja, ich nehme mir die Zeit, meine Saison ist eh vorbei. Schlotte schreibt mir, ja, du, Freiburg ist Geschichte, Dortmund ist jetzt was Neues. Habe ich gesagt, weißt du was, teste ich das Ganze, ob das wirklich ein guter Transfer war. Und dann dachte ich mir, ich brauche noch einen Partner, Pazzo. Und hier stehen wir und ich sage euch, wir drehen heute eine Fußball-Challenge. Wirklich, ich weiß nicht, ob das einer aus Dortmund sieht, wenn der Mann nicht fit zurückkommt, dann ist das meine Schuld. Karim, erklär du die Fußball-Challenge, was machen wir? Oder ja, keine Ahnung. Pazzo, erklär sie. Also wir nehmen uns einen Ball, legen uns den irgendwo auf dem 16er hin. Und da gibt es da so zwei schöne Zielscheiben, einmal links, einmal rechts. Und die muss man treffen. Relativ simpel. Langer Ball, Annahme im 16er-Kreis. Nein. Ah, ist wieder ein anderer, oder? Wir legen einfach auf 16er hin. Das ist Freistoß. Freistoß, ganz neu, einfach. Ball hinlegen, zielen, treffen, Abfahrt. So simpel, wie es klingt, zeige ich euch das Ganze auch. Und jetzt habt eine Wette. Wenn wir diese Challenge gewinnen, kriege ich zwei Unterschriften. zwei Unterschriften mit Trikots von Karim und Schlotte. Mein Einsatz ist Gesundheit und Glück. Wir starten. Wir bleiben dran. Wie viele Schüsse machen wir überhaupt? Zwei. Ja. Kein falscher Ehrgeiz. Machen wir nicht mit einem starken, einem schwachen. Sollen wir einen starken? Nein, auf gar keinen Fall. Ein Mann mit Qualität, ihr habt gehört, Karim hat es gerade gesagt und das ist Karim the Dream. Boah, das ist so Quatsch, Digga. Einmal mit dem Starken, einmal mit dem Schwachen. Schlotte hat gesagt, nee. Hier kommt der Linke. Wie der schon anläuft. Ich hoffe, bei mir ist auch krass. Ja, der ist am Schluss trifft, ey, komm jetzt. Wie er anläuft. Dafür brauche ich eigentlich einen Waffenschein. Solide. Schlotte, du hast doch eine unglaubliche Schusstechnik eigentlich mit links. Unglaublich. Ja, aber jetzt Hand aufs Herz. Nein. Was würdest du dir in FIFA geben? In FIFA, ein 66er. Schuss? Ja. Ja, was siehst du, Mann, Alter? Ich brauch einen Ball. Wenn der D mit rechts trifft, mache ich mir eine Glatze. Und jetzt kommt, warum geht der so einen blöden Wetteinsatz ein? Weil ich nicht von seinem Rechten überzeugt bin. Mentalitätsspieler. Stotti, wenn du jetzt triffst. Ich zieh durch, ne? Ein Mann, ein Wort. Hey, danke dir. Danke. Ein Trainer sagt immer, wenn der Linke Weltklasse ist, reicht schon. Und der Linke ist nicht Weltklasse, der ist herausragend. Pazzo schießt immer Mitte. Was soll ich machen? War das schwacher. Ich sag dir ganz ehrlich, von allen Schüssen war das der Beste gerade. Nein, den einen bei der falschen Challenge, wenn ich das so hingekattet bekomme, dass der da reingeht, dann weiß ich es ja selber. Ja, der Sieg. Ja, okay. Der hat Spiel nicht verstanden. Erklär's ihm mal. Tut mir leid, Willi. Nein, ist doch in Ordnung, aber wir hätten auf die Ziele zielen müssen. Ich dachte, wir machen Lattenschießen. Nein. Aber ich finde das völlig okay, wenn du das Spiel nicht verstanden hast. Leute, was sagst du? Rechts oder links? Bro, ich vertraue dir da vollkommen. Ich glaube, dass du sogar zweimal nicht triffst. Hey,
Ich glaube auch so gar nicht an Karim. Ne? Aber er ist gut bei für sich. Echt? Aber ich glaube, er macht jetzt Flatterball. Ey, warte mal. Er hat mich weißt du, was er gerade gesagt hat? Hört man das? Ja, das hört man. Boah, das ist kacke. Karim, das ist kacke für dich. Er hat dich wirklich an die Hand genommen und meinte wirklich, du bist ein geiler Typ. Was du gegeben hast, war scheiße. Ja, aber ist okay. Recht auf ist eigentlich nicht so schlecht. Ja, top. Man nennt mich auch Waldfüßig Inio. Kennst du den? Aber er ist ja Linksfuß, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Er sieht auf jeden Fall hübsch aus gerade. Ja, sieht gut aus. Er atmet durch, Er zielt. Mach mal. Er zielt und verschießt. Boah. Qualität von heute bisher. Boah, wir sind so kacke. Wollen wir das Ganze nochmal machen? Wir sind so kacke. Aber wir haben Spaß. Wir sind ja 4 Nationalspieler und keiner ist wirklich irgendwie zufrieden. Ne? Und das muss man den Männern schätzen und das zeigt ihnen Qualität. Die wollen weitermachen. Aber jetzt komme ich und sage, Jungs, es reicht. Ihr habt noch Wichtigeres zu tun und ihr müsst für uns in ein paar Tagen gewinnen. Und wenn ihr dafür einer von euch ein Tor macht, macht ihr irgendeine Geste oder irgendein Zeichen, wo ich weiß, hey, Willi, der ist für dich. Kopfballtor? Kopfballtor. In diesem Sinne. Freischuss. Kopfballtor? Nein, Freischuss, lass mal. Freischuss. Nee, oder denkst du, ich kann einen Freischuss hier bei der Nationalmannschaft? Ja? Nein. Vor mir ist Leroy, Reus. Ich glaube, wenn sogar noch die draußen sind, kommt Manu vor mir. Dann komme ich. Ja, ihr hört alles nur Namen. Und dann kommt der Co-Trainer vor Karl. So, die Challenge ist fertig. Boah, ich sag euch offen ehrlich, war ein Brett. Warmbrett. Also, die Jungs haben kein Land gesehen. Warmbrett. Also, für Nationalspieler am Brett. Dortmunds Zukunft. Stand jetzt schlecht. So sieht der, so heißt der Sportplatz, wo wir waren. Hier haben wir gerade die Fußball-Challenge gedreht. Das Ganze werdet ihr jetzt oder so sehen oder habt es gerade gesehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war wirklich brutal lustig. Wir hätten auch locker noch eine Stunde länger machen können. Aber die Jungs hatten Termine, deswegen haben wir das Bestmögliche rausgeholt. Jetzt gehen wir noch was essen, dann Quiz-Taxi und dann, ja, heißt es au revoir, ade, bleib schön. Ich weiß, ihr habt es schon mal gesehen, aber ich finde es wirklich so cool. Da ist auch noch ein Gym. Also da ist ein Gym und ein Schwimmbad. Wirklich Adidas Campus. Baby, 10 von 10. Adidas, auch mal einen Vertrag fertig machen für Sommer, offiziell. Wenn ihr das seht, ist das Bild schon lange gepostet, aber ihr könnt jetzt Glückwunsch dazu schreiben, Niklas Sommer als Nationalspieler. Weiß ich nicht. Aber eins bin ich auf jeden Fall von den dreien, der Bestaussehende. Hauptstadt von Türkei. Komm, das ist ein Basic-Fehler. Ja, nee. Okay, dann machen wir. Boah, das ist so peinlich, nicht? Ja. Ankara. Ja, aber nur weil... Ja. Du machst es auch nicht besser, du rennst weg. Hauptstadt von Brasilien. Das ist so doof. Du weißt es echt nicht, ne? Doch, ich weiß es. Wie? Hauptstadt von einfach. Ungarn. Ah, das weiß ich doch. Anfangsbuchstabe ist B. Da wird der Kopf geschüttelt. Also ich bin relativ sicher. Boah, ich will nicht nochmal glauben. Ungarn, das Ding ist halt, die Nationalmannschaft fährt nach Ungarn und auch genau in die Stadt. Ja, dann teil uns doch mal. Aber ich habe richtig Angst auszusprechen. Das ist Budapest. Boah. Noch eine, komm. Okay, Spanien. Ja. Ja, Madrid. Ja, bei dir hätte ich jetzt auch geschätzt Barcelona oder so, komm rausgeschossen. So, der Mann erzählt uns jetzt den Plan, wie das Ganze hier abläuft. Wir gehen ins Fake-Taxi, ne? Nix Fake-Taxi, wir holen euch ab. Wir fahren euch ja vom Hotel wieder zum Hotel. Aber kennst du das Fake-Taxi nur ganz kurz? Ja. Okay. Wir holen euch hier ab, ihr steigt ein, wir verkabeln euch kurz, besprechen nochmal alles und dann legen wir los. Okay, ja. Also für alle, wir gehen jetzt in so ein Quiz-Taxi, wo wir gegen Karim und Schlotti sozusagen ein Quizduell machen aus dem Taxi. Einfach erklärt, weil einfach ist. Weg mal. Das ist der Bus. Taxi, Verzeihung. Ihr werdet das sicher irgendwo sehen können. Also, das war mein Tag mit der Nationalmannschaft. Ich hoffe, ihr hattet ein paar coole Einblicke. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt gesehen, dass jeder, der hier ist, wirklich eine coole Socke ist. Mir hat es auch wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Und als Dankeschön habe ich mir gedacht, so
Wie oft wirst du dein erstes Länderspiel machen? Einmal, logischerweise. Und wer hat mich dazu gebracht? Die ganzen Supporter da draußen. Deswegen werde ich diese originalgetragenen Länderspielschuhe verlosen an euch. Das Einzige, was ihr wieder machen müsst, ist relativ simpel. Kanal abonnieren und einfach einen coolen Kommentar da lassen. Wie zum Beispiel, Willi, du bist die beste Nummer 2. In diesem Sinne, tschüss. Mr. Nice Guy is so high school musical American Pie.